Hey, hier ist Florian und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass du auch direkt meinen YouTube-Channel abonniert hast. Das kannst du direkt hier auf der Seite unten machen. Ist einmal ein Button zum Abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wenn du heute das erste Mal mit dabei bist, ist es sehr, sehr gut, denn heute spreche ich mit dir direkt über ein Thema, was dich auf jeden Fall betrifft, wenn du aus der Finanzbranche kommst. Was hast du überhaupt für ein Format oder warum mache ich überhaupt diesen YouTube-Channel hier? Mein Name ist Florian Rose, ich komme aus Hamburg und ich helfe seit über 18 Monaten jetzt Finanzberatern dabei, wie sie sich einen eigenen digitalen, unabhängigen Akquisekanal aufbauen können. Das Ganze mache ich jetzt ja schon sehr, sehr erfolgreich mit Finanzberatern aus der Ausschließlichkeit, als Makler oder auch eben aus einer Struktur, die mehrere Unternehmen anbieten können. Und warum mache ich auch diesen YouTube-Channel hier? Ich möchte einfach dir auch das Ganze mitgeben, das ganze Wissen, was ich in den letzten 18 Monaten gelernt habe, was du dann auch für dich umsetzen kannst. Warum kann ich dir auch ein Stück weit aus meinen eigenen Erfahrungen das Ganze mitbringen? Ich war selber 7,5 Jahre damals für die Allianz tätig, also auch in der Finanzbranche unterwegs und kenne es also, was es bedeutet, ja, Menschen für die Dienstleistung aus der Finanzbranche zu überzeugen, ihn nachher auch dahingehend richtig zu beraten und nachher auch dann natürlich ja ein richtiges Follow-up zu haben, denn am Ende ist der ja ist der Verkauf ja nicht mit Unterschrift der ersten BU, des ersten Altersvorsorgeproduktes, der Haftpflichtversicherung vorbei, sondern es geht ja dann auch noch in die Nachbetreuung und immer weiter. Und darum soll es sich auch in diesem Kanal hier drehen, primär aber natürlich ganz klar darum, wie kannst du das Thema digitale Kundengewinnung für dich nutzen, wie kannst du dir auch selber einen digitalen Akquisekanal aufbauen. Da wirst du hier jetzt in den nächsten Monaten, Jahren hoffentlich, vielleicht auch Jahrzehnten, man weiß es nicht, einiges an Videos bekommen. Und ich möchte hier einfach dir das Ganze mitgeben, was ich gelernt habe oder was ich jetzt auch gerade in Zusammenarbeit mit meinen Kunden gemerkt habe, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Und dafür möchte ich das ganze Thema mitgeben. Also, ich würde auch vorschlagen, lass uns direkt mit dem Thema loslegen. Und ich habe mir direkt Gedanken gemacht, worüber könnte man gerade in der ersten Folge, Episode sprechen. Und dann habe ich einfach mal bei YouTube geschaut und habe einfach geguckt, okay, wenn ich das Wort Finanzberater eingebe, kam schon direkt als nächstes Schlagwort Finanzberater werden. Und dann hatte ich mir gesagt, okay, was braucht es eigentlich heute, wenn du im Jahr 2019 oder im Jahr 2020 Finanzberater werden möchtest? Was musst du dort mitbringen und was hat sich vielleicht auch schon zu damals, als ich 2009 bei der Allianz angefangen habe, damals meine Ausbildung gemacht habe, was hat dich vielleicht einfach dahingehend auch getan und wie kannst du das auch für dich heute nutzen, wenn du schon Finanzberater bist? Und ich glaube einfach, dass die meisten Menschen, die starten wollen, gerade in der Branche, ist es, glaube ich, immer ja, so, dass du dein Netzwerk eigentlich von hinten hin abgrast. Das heißt also, geh erstmal auf die Menschen, die dich schon kennen, aus deinem Fußballverein, aus deinem Freundeskreis und aus deinem Familienkreis und ja, fang erstmal bei den warmen Leuten an. Und natürlich ist es deutlich einfacher, dort auch schon deine Produkte zu installieren, mit ihnen über diese Vorsorge zu sprechen. Oder für mich war es auch damals unglaublich schwierig, überhaupt grundsätzlich auch Termine zu bekommen, wenn vielleicht mal dein Vorgänger oder sonstiger, wenn du einen Bestand übernommen hast, vielleicht auch den etwas verbrannt hat oder vielleicht etwas stiefmütterlich behandelt hat, dann hast du es umso schwerer. Und es war damals bei mir genauso der Fall. Es waren etliche Vorgänger da und ich habe mich immer wund telefoniert und habe einfach gemerkt, hey, das funktioniert irgendwie nicht. Und dann hat man natürlich, ja, wenn dann die Möglichkeit da war und der Freund oder die Freundin auf dich zugekommen ist, hat man das natürlich gerne mitgenommen. Aber wie solltest du es meiner Meinung nach heute machen oder wie mache ich es auch ganz gezielt mit meinen Kunden? Und den Tipp, den ich dir an der Stelle einfach mitgeben kann, nimm dir einfach eine eigene grüne Wiese. Also guck dir wirklich an, mit was für Menschen möchtest du zusammenarbeiten, erstell einen Kundenavatar. Schreib einfach die Leute runter, was haben die für Merkmale, aus welchen Branchen kommen die, was haben vielleicht auch deine jetzigen Kunden schon ein Stück weit für ja, Merkmale oder Wiedererkennungsmerkmale, die du dir einfach runterschreiben kannst. Und dann merkst du einfach immer mehr und mehr, desto mehr du dein Avatar hast, desto mehr hast du auch deine grüne Wiese. Und was meine ich eigentlich mit grüner Wiese? Grüne Wiese ist am Ende wirklich dann diese Menschen oder diese Anzahl von Menschen zu erreichen und für ihn einfach ein komplett neues Spielfeld der Finanzberatung aufzubauen. Das heißt also, es fängt nicht darüber an, einfach nur da zu sein, zu sagen, hey, ich will dich halt als Kunden gewinnen, sondern sie auch nachher dann weiterhin gut zu beraten und ihn auch weiterhin ja, für sie einen exzellenten Job zu machen. Ja, und wie kannst du das Ganze machen und warum mache ich das Ganze hier zum Beispiel auch über den YouTube-Channel?
Ich weiß noch damals, als es so, ja, 2010, 2012, ich glaube, ich habe mich 2011 bei Facebook angemeldet. Da war das Internet natürlich auch schon knapp 15 Jahre da oder Google war da auch schon 15 Jahre da. Aber es war für viele immer so ein rotes Tuch. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir saßen in Tagungen und irgendwann konnten unsere Kunden ihre Kfz-Versicherung selber berechnen und selber abschließen. Und du kannst dir nicht vorstellen, was dann nachher für eine Meuterei da los war. Also jeder Berater, jeder Finanzberater, der da unterwegs war, ist völlig ausgerastet, ja, hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass die Kunden das jetzt selber abschließen können und es geht da die ganze Provision flöten. Und also die haben einfach wie so ein Reh, wo quasi das Auto kommt, einfach die Schotten dicht gemacht und haben auch nichts an sich rankommen lassen. Und jetzt mittlerweile fast 10 Jahre später sehe ich einfach oder merke ich einfach, dass du hier heute eine unglaubliche Chance hast. Warum hast du eine unglaubliche Chance? Ich glaube einfach, dass das Smartphone, der Laptop, das iPad, was auch immer, dass die Kunden das jederzeit nutzen. Das heißt also, sie sind häufiger an ihrem Smartphone als zum Beispiel mal auf irgendwelchen Messen oder auch am Fernseher. Ja? Also das heißt, die sind auf Plattformen wie YouTube, ja, wie du jetzt hier gerade, auf Plattformen wie Facebook, wie LinkedIn, wie Instagram. Und da hast du einfach eine deutliche Möglichkeit, einfach dort zu sein und dich natürlich an der Stelle als den Mensch zu präsentieren, den du halt auch offline präsentierst, wenn du sie auf Netzwerktreffen oder sonstiges triffst und mit ihnen zusammenarbeiten möchtest. Also hier hast du einfach eine unglaubliche Chance, da schon mal diesen Schritt auf sie zuzugehen und auch einfach dort schon mal ein Stück weit sichtbar zu sein. Das heißt also, hier hast du eine Möglichkeit. Und was du halt auch machen kannst, ich kann mich noch an damals erinnern, also du hast halt so eine Liste gehabt von vielleicht, weiß nicht, 30, 40 Leuten aus deinem Bestand, Empfehlungen, was auch immer, und du musstest sie halt immer 1:1 abtelefonieren. Und du musstest halt immer deine Zeit gegen Geld eintauschen. Das bedeutet für dich, du hast dich hingesetzt, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dann hast du vielleicht 20 Leute erreicht. Wenn du schon gut warst, hast du irgendwie deine 5 bis 6 Termine gemacht, was auch sehr, sehr gut ist. Aber du hast ja heute die Möglichkeit, die gleiche Anzahl an Menschen innerhalb oder in der gleichen Zahl, die gleiche Anzahl von Menschen innerhalb von 1 bis 2 Minuten zu erreichen, ja, oder in Sekunden zu erreichen oder zu sagen, hey, du schaffst es eben auch in einer halben Stunde mit gleichen Zeitinvest irgendwie das 10-fache oder 20-fache an Leuten zu erreichen. Und da einfach für sich zu merken, hey, ich habe die Digitalisierung für mich als absolute Chance, ja, ich sehe es nicht als rotes Tuch, sondern ich sehe es halt wirklich nachher für mich als, ja, wie das Telefon, was heute einfach jeder Vertriebler mit dabei hat, den Stift, ja, den Notizbuch, die Visitenkarte. Genauso gehört das auch mit dazu, dass du eine digitale Visitenkarte hast. Wie man das Ganze auch aufbauen kann, da werde ich auch nochmal einzelne Videos zu machen. Und da merke ich einfach, hey, das bringt mich auf jeden Fall weiter oder diese Chance der Digitalisierung hätte mir damals auch geholfen, das eher als Chance zu sehen und als weniger als rotes Tuch zu sehen. Und dann auf der anderen Seite natürlich auch für deine Kunden, für deine Interessenten, mit denen du zusammenarbeitest, auch einfach einen exzellenten Job nachher zu machen. Und was meine ich damit? Wenn ich eine Sache, und du wirst es wahrscheinlich auch kennen, du nimmst den Ordner von deinem potenziellen neuen Kunden, der wurde von einer Pfefferminzia, wie auch immer, beraten. Du schlägst den Ordner auf, dann hast du da vielleicht eine BU, dann hast du da vielleicht eine Haftpflichtversicherung, vielleicht sind dort auch die Hausrat und sonstigen Versicherungen drinne und du fragst dich einfach nur, okay, hey, wann war denn der Berater das letzte Mal da? Und ja, keine Ahnung, das habe ich vor 2 oder vor 3 Jahren damals abgeschlossen, vielleicht auch mit Start meiner Ausbildung und seitdem habe ich halt nichts mehr von ihm gehört. Und das soll jetzt überhaupt nicht so sein, dass du drauf so arbeitest und das glaube ich dir auch nicht, glaube ich dir auch an der Stelle. Aber ich kann dir eins sagen, dass die Möglichkeit, die du heute hast, ja, was wäre die Alternative? Okay, du müsstest halt alle 6 Monate nochmal hinfahren oder alle 3 Monate nochmal hinfahren, um dort sichtbar zu sein. Ja? Aber was kannst du zum Beispiel heute machen? Heute hast du zum Beispiel einfach die Möglichkeit, diese Kunden in eine Facebook-Gruppe zu setzen, ja, oder diese Kunden in eine WhatsApp-Gruppe zu setzen, die E-Mail-Adresse einzusammeln und ihnen auch einfach immer ein Stück weit zu einfach nur mitzuteilen,
was geht eigentlich ab? Ja, du kannst ihm bei Instagram folgen, du kannst ihm bei Facebook folgen. Also du kannst dich einfach dort digital vernetzen. Wenn du zum Beispiel mal wieder eine Veranstaltung machst und sagst, hey, ich habe zum Beispiel mal Referenten eingeladen zum Thema Pflege, zum Thema BU, zum Thema Investment, kann man das zum Beispiel super auch als Facebook-Veranstaltung machen, kann man das einmal in seiner Facebook- oder WhatsApp-Story teilen und die Leute sehen das am Ende für sich und du machst einfach für sie einen exzellenten Job, weil du einfach dort sichtbar bist. Also einmal machst du A, aufmerksam auf das, wenn du eine Veranstaltung machst, aber auf der anderen Seite hast du genauso die Möglichkeit, Kunden, die potenziellen Kunden, auch für sie einen exzellenten Job davor und danach zu machen. Das bedeutet also für dich auch, in Dingen oder Fragen auch aufzuklären. Und das sehe ich zum Beispiel hier auf YouTube, dass es dort ja schon viele Menschen gibt, die das auch gemacht haben. Aber ich nehme dir mal ein Beispiel. Eine Freundin von mir ist seit gut anderthalb Jahren jetzt selbstständig und sie müsste sich einmal von der deutschen Rentenversicherung befreien. So, und die hatte mich halt gefragt. Sie sagte, ja, pass mal auf, ich kann dir den einen oder anderen empfehlen. Habe das Ganze dann auch einfach mal bei mir in die Kundengruppe geschrieben bei Facebook und habe dann auch einfach gewartet, hey, okay, wer kann denn da was machen? Und was kannst du zum Beispiel machen, wenn du zum Beispiel nachher auf selbstständig spezialisiert bist, machst du einfach ein kurzes Video, zeigst denen die PDF-Datei, die man sich bei der DRV oder ja, Deutsche Rentenversicherung runterladen kann und erklärst den Leuten einfach nur, wie das funktioniert. Nimmst dir wirklich 5 Minuten, 10 Minuten deiner Zeit, wenn es einmal hochgeladen ist, wenn es einmal bei YouTube ist, wenn es einmal als Podcast sichtbar ist, wenn es einmal bei Facebook ist, dann arbeitet das immer mehr für dich und du wirst den Leuten auch einfach einen exzellenten Job danach machen, ja? Ob du das jetzt nur ganz gezielt für deine Bestandskunden machst, ja? Wenn du, keine Ahnung, 100, 200 Bestandskunden hast, hast du in der Facebook-Gruppe, kannst du das genauso machen oder danach hast du einfach immer einen deutlich größeren Hebel, ihn auch nachher mit relativ wenig Zeitinvest einfach für sie da zu sein, weil wenn sie dich vor der Kamera sehen, hat das einfach einen unglaublichen ja, Mehrwert, den du ihnen gibst. Und dann wirklich als vierten Punkt, was ich immer mehr merke, ist wirklich nur das Thema Sichtbarkeit. Und so wie ich, das geht eigentlich auch Hand in Hand mit dem, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, einen exzellenten Job für deine Kunden nachher zu machen. Bedeutet es auch für dich, für deine Kunden weiterhin sichtbar zu sein, dass sie auch einfach, ja, immer merken, okay, er spricht meine Sprache, er kann mir weiterhelfen, ja. Ich spreche jetzt auch gerade ganz explizit von potenziellen Neukunden, ja. Zum Beispiel einer meiner Kunden hat sich ganz gezielt darauf spezialisiert, Beamten, die quasi den Beamtenstatus erlangen, kurz davor sind, oder Beamtenanwärter, so jetzt habe ich das Wort, sich darauf zu spezialisieren und für sie macht er halt einen exzellenten Job. Ja? Also was bedeutet das für sie nachher beim Thema Altersvorsorge oder auch beim Thema Krankenversicherung? Ja? Wenn du eine andere Zielgruppe hast, ist es nachher nichts anderes, aber du musst für diese Leute sichtbar sein. Was musst du da eigentlich nur vorher machen? Du musst dir nur diese Aufgabe vorher stellen, zu sagen, hey, wo ist eigentlich meine Zielgruppe unterwegs? Auf welchen Plattformen? Wo kann ich sie für mich auch nachher dort ja, finden? Und wie kann ich sie nachher auch dort lokalisieren? Und dann auch einfach mit ganz gezielten Botschaften, mit ganz gezielten Nachrichten auch einfach darauf aufmerksam machen, mit Posts, mit Videos, so wie ich das jetzt hier zum Beispiel mache, dass sie dann auch nachher merken, hey, ich bin der Experte oder ich bin der Ansprechpartner gerade für dieses Thema, weil wenn du es nicht machst, macht es jemand anders und wenn du halt für dich einfach sagst, hey, ich will da für mich der Experte werden, hast du einfach da heute meiner Meinung nach eine unglaubliche Möglichkeit, weil wenn wir uns natürlich darauf fokussieren, sagen wir, hey, da sind jetzt schon so viele Leute, aber ich kann dir wirklich sagen, gerade in der Finanzbranche ist noch so viel Luft nach oben, dass man da wirklich sehr, noch mehr als eine grüne Wiese gerade ganz gezielt dafür hat. Und dann eine Sache oder ein Learning, was ich ganz gezielt gelernt habe, jetzt vielleicht auch erst nicht während meiner Zeit, während meiner aktiven Zeit, sondern eher danach, dass du dich von deinem Unternehmen lösen musst. Und was will ich dir überhaupt damit sagen? Also nehmen wir mal an, du willst ganz gezielt auch für Beamtenwärter halt da sein, ja, also das ist nachher deine Zielgruppe, dann bringt es dir nachher nichts, wenn du zum Beispiel mal einen Instagram-Account aufmachst und sagst, hey, das ist jetzt hier Hamburg-Baumwall, ja, von der Pfefferminzia Hamburg-Baumwall als Beispiel, so wo ich jetzt hier das Video aufnehme, dann nimmst du noch das Logo von deinem Unternehmen mit rein und schreibst die Werte von deinem Unternehmen mit rein, nimmst dann die Postings von deinem Unternehmen, das wird dir am Ende keiner glauben, weil
Deine Kunden werden dem Unternehmen, das hat für sie kein, also das wird in ihnen nichts Emotionales ja, ich sag mal, eigentlich aufladen, sondern eben auswirken, sondern sie wollen am Ende auch mit Menschen zusammenarbeiten. Warum? Sie wollen dir als Mensch das Vertrauen schenken. Und ein Unternehmen kann dir immer nur bis zu einem gewissen Grad weiterhelfen, ja? Also nehmen wir mal an, damals, als ich bei der Allianz war, die wären ja halt überhaupt nicht darauf, ja, spezialisiert gewesen oder gesagt, hey, der Rose will sich jetzt mal für Selbstständige dafür einsetzen oder sich auf die spezialisieren, den wollen wir dann mal dahingehend hebeln. Das hätte nachher nicht funktioniert. Das hätte nachher auch nicht dieses Ergebnis für Sie natürlich gehabt, weil einfach ja, der Konzern komplett andere Ziele verfolgt. Und was ich dir da einfach nur sagen kann, ist, ordne dich nicht unter, seh dich mindestens auf Augenhöhe und mach das Unternehmen nachher ja vielleicht auch zu deiner Bitch, ja. Also nimm nachher wirklich das Unternehmen sollte dankbar dafür sein, dass sie mit dir zusammenarbeiten dürfen und nicht andersrum. Nimm deinen privaten oder nimm einfach auch ja deine Persönlichkeit damit rein, warum deine Persönlichkeit auch verkauft, warum du mit den Leuten so gut auskommst und die sich nachher auch für deine Finanzberatung entscheiden. Das hat man zum Beispiel mal auch, oder das merkst du jetzt schon in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden. Frag sie einfach, warum sie mit dir zusammenarbeiten. Frag sie einfach, was deine Beratung so besonders macht. Und dann werden dir die Kunden und die Interessenten auch nachher genau das sagen, was du auch nachher nur nach außen tragen musst, was du für eine Persönlichkeit bist. Und dann wirst du auch genau die Menschen nachher anziehen, für die du auch da sein möchtest. Ja, aber es bringt halt nichts, sich eins zu eins an den Fahrplan, an den Leitfaden deines Unternehmens zu halten, gewisse Strukturen, gewisser Leitfaden, bin ich vollkommen dabei, dass das auch nachher funktioniert. Aber wenn du halt wirklich langfristig für dich den persönlichen Erfolg haben möchtest, wird das nachher nur mit deiner Persönlichkeit funktionieren. Also, um das einmal zusammenzufassen, um Finanzberater 2019 zu werden, was musst du da eigentlich für dich mitbringen? Was ist da eigentlich, ja, was sind da eigentlich so die wichtigsten Punkte? Erstmal wirklich, such dir für dich wirklich die grüne Wiese raus. Also such dir wirklich nachher für dich ganz speziell eine Zielgruppe, mit der du zusammenarbeiten möchtest. Eine Gruppe von Menschen, wo du einfach merkst, hey, mit denen resoniere ich, da macht es mir unglaublich viel Spaß, mit denen würde ich gedanklich auch ein Bier trinken. Und dann wirklich, bau dir die grüne Wiese auf und bespiel sie. Dann wirklich, nimm das Thema Digitalisierung als absolute Chance. Ja? Also wir haben, glaube ich, keine besseren Zeiten gehabt als jetzt aktuell, um unsere Kunden so entspannt wie noch nie zu erreichen, den Terminkalender so entspannt wie noch nie zu befüllen und nutzt diese Möglichkeiten. Sieh es nicht als ein rotes Tuch, sondern nutzt es wirklich als Chance. Exzellenten Job für deine Kunden auch nach Abschluss zu machen. Das heißt also wirklich, was machst du nach dem Abschluss? Wie nutzt du zum Beispiel mal dein Smartphone, dein MacBook, dahingehend die Plattform, um für deine Kunden weiterhin einen exzellenten Job zu machen. Auf der anderen Seite dann aber auch für deine Zielgruppe vorab sichtbar zu sein, also wirklich auch ganz gezielt zu sagen, hey, mit wem will ich da zusammenarbeiten? Wo ist meine Zielgruppe unterwegs? Wie kann ich für sie sichtbar werden? Ja, so siehst du hier zum Beispiel eine Methodik ist genau auch zum Beispiel mal dieser YouTube-Channel, der ganz gezielt auch nur für Finanzberater ist. Und dann auf dem anderen Weg natürlich dich vom Unternehmen zu lösen. Das heißt wirklich, geh deinen eigenen Weg, deine eigene Persönlichkeit hat andere Ziele, hat andere Werte als das Unternehmen. Bis zu einem gewissen Grad wird das nachher auch funktionieren, aber dann löst dich davon. Ja, frag deine Kunden, warum sie mit dir zusammenarbeiten werden, und sie werden dir nicht sagen, weil du mit einem starken Partner zusammenarbeitest, sondern sie werden dir ganz andere Dinge sagen. Und diese Dinge, die sie dir sagen, das ist nachher die Magie, die würde ich einfach an deiner Stelle mal sammeln, und damit kannst du auch nachher nach draußen gehen, und dann weißt du nachher auch, was deine Power ist und wie du mit diesen Kunden oder wie du dann auch nachher mit deinen Kunden erfolgreich zusammenarbeitest. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Also meine allererste YouTube-Folge. Wenn du Fragen hast, wenn du irgendwie Themenvorschläge hast, schreib das gerne mal einfach in die Kommentare. Ja? Das Ganze soll jetzt auch in wöchentlicher Form da sein. Das heißt also, jede Woche soll eine neue Folge online gehen. Was mich freuen würde, einfach mal einen Daumen nach oben dort zu lassen, vielleicht auch diesen YouTube-Channel zu teilen mit anderen Finanzberatern, die auch digital Gas geben wollen. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Bis dann, dein Florian.